Bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan ist Frankreich England ins Viertelfinale gefolgt. In einer Zitterpartie setzte sich der Favorit gegen den südpazifischen Inselstaat Tonga mit 23:21 durch. Frankreich verpasst es nach einer 17:7 Führung zur Halbzeit, sich danach entscheidend abzusetzen. Für den Viertelfinaleinzug reichte es am Ende trotzdem. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel schiebt sich Frankreich in der Gruppe A hinter Tabellenführer England. Überzeugender gestaltete ein anderer Favorit sein drittes Spiel bei der WM in Japan. Mit 71:9 ließ Titelverteidiger Neuseeland der am Ende überforderten Mannschaft aus Namibia keine Chance. Nach der Halbzeitpause zeigten die All Blacks ihr ganzes Spielvermögen und verwandelten gleich 6 Versuche. Tabellenführer Neuseeland steht kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale, dahinter streiten sich Südafrika und Italien um Platz 2.